Bei einem Großfeuer in Wohlde, Kreis Schleswig-Flensburg, sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Neben einem Wohnhaus mit einer Einliegerwohnung brannte auch eine angrenzende Werkstatt mit Fahrzeugen komplett aus. Ja, wir sind jetzt hier bei den Nachlöscharbeiten. Die Gebäude werden im Moment durch einen Bagger so weit eingerissen, dass wir dann auch noch die letzten Glutnester bekämpfen können. Die sechs Hausbewohner des Gebäudekomplexes sind erst einmal obdachlos. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner in Wohlde aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Brandursache muss noch ermittelt werden. Der Schaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt.